Servus. Da viele gefragt haben, heute den Vergleich zwischen Next% und dem Adidas Adizero Pro 2. Was man im ersten Blick sieht oder merkt, ist, dass hier der Schuh ein bisschen weicher ist als der vom Adidas. Der ist ein bisschen steifer, aber der lässt sich so gut verbiegen, weil er halt hier die Carbon Rolls hat. Oder Energy Rolls, weiß nicht, wie sie jetzt bei Adidas heißen. Und der hier ist ein Ticken steifer Verbindungswert. Und man merkt halt, ich merke deutlich den Unterschied, dass der Adidas deutlich schwerer ist als der Nike. Und heute laufen wir Programm, 2000 Meter laufe ich mit dem Adidas. Dann noch 10x 200 Meter, da laufe ich nochmal 5x mit dem Adidas. Und dann laufe ich noch 5x 200 mit dem Nike. Und schau mal, wie sich das Ganze anfühlt. So, die ersten Laufversuche. Jetzt machen wir mal 3 Steigerungen, 100 Meter. Wie sich die, hier die schönen neuen Dinger anfühlen. Adios Pro 2 drauf. Also, ab geht's. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion. Jetzt 2 Kilometer geschafft. Erster Eindruck. Man spürt die Energy Rolls ziemlich auf dem Vorfuß und Richtung großen Zeh. Und ich habe das Gefühl jetzt am Anfang gehabt, dass ich so ein bisschen nach außen gekippt bin. Aber das hat sich dann am Ende nicht mehr so schlimm angefühlt. Genau, und sonst bringt der Schuh einen richtig auf den Vorfuß, das merkt man auch. Und man spürt ein gutes Feedback von dem Schuh. Genau, jetzt kommen die 200. So, schnell Schuhwechsel. Die Nikes aber zackig. Anziehen. Ja, ein bisschen das Programm von heute an abändern. Die Pause wäre jetzt nicht drin gewesen, aber die ändert jetzt auch nicht viel. Fühlt sich gut an. Und die kommt immer ein bisschen schwer rein. Die sind schön eng. So. Ja, die fühlen sich deutlich angeschmiegter an Fuß an. Jetzt mal gucken, wie sie sich dann auch anfühlen beim Laufen. Wir sehen uns gleich. I grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. So, Workout ist fertig, jetzt kommt nur das Auslaufen. Davor will ich kurz noch das Fazit geben. Ich finde persönlich die Nike Next% besser. Ich habe jetzt das Obermaterial, was nicht das Flyknit ist, sondern das Material davor. Und ich finde einfach, hier habe ich mehr Stabilität im Vorfuß und kippe da nicht so seitlich weg und habe mehr Gefühl für den Vorfuß, also spüre den mehr. Und habe auch eine höhere Schrittfrequenz. Vielleicht sieht man das auch im Video im Vergleich zu dem. Und ja, bei dem ist es mir einfach so, dass ich zu arg wegkipp und dass ich vorne nicht so viel spüre. Aber ist trotzdem ein krass guter Schuh. Und das ist halt wahrscheinlich von Typ zu Typ abhängig, ob man eher Fraktion Nike, Adidas oder was sonst auf dem Markt gibt, ist. Genau, und jetzt noch ein kleines Fazit von einem, der den Adidas lieber hat. Jetzt haben wir wieder einen Raphael hier, der ist Fraktion Adidas, läuft eigentlich nur Adidas, ist damit auch sehr zufrieden. Jetzt hören wir mal seine Meinung. Ja, hallo Leute, also meine Meinung zu dem Thema ist, ich laufe lieber Adidas. Ja, ich finde den Schuh hier
den finde ich einfach gefühlt stabiler. Ich rutsche nicht so. Also Adidas ist, muss man sagen, einfach der Weltmeister, was die Sohle angeht. Und ich hatte immer Probleme bei dem Vaporfly, wenn es nass war oder so, wenn ich den mal Test gelaufen bin. Und ja, ich laufe seit Jahren eigentlich Adidas und deswegen bleibe ich Adidas treu. Und ich kann guten Herzens, guten Gewissens beide Schuhe empfehlen. Also sie werden euch auf jeden Fall zu Bestzeiten bringen. Ja, und ich denke auch, Adidas hat mit seinem Sohlenpartner, wie man es hier sieht, Continental, aber was recht Gutes auf den Markt gebracht. Genau. Ja, wenn man überlegt, dass die beiden Firmen schon seit, ich glaube jetzt schon seit 8 oder 9 Jahren zusammenarbeiten, also seit 2013 glaube ich, seit dem Adios-Schuh hier. Das ist der 5er jetzt. Aber der Schuh war ja damals 2013 der Weltrekordschuh, wo der Kimeto die 20350 gelaufen ist in Berlin. Genau, und also die arbeiten jetzt schon ewig mit Continental zusammen und es funktioniert halt reibungslos. Ja. Aber natürlich muss man dazu sagen, der Nike-Schuh ist natürlich schon immer noch Weltklasse. Also ihr werdet damit auf jeden Fall eure Konkurrenz ausschalten. Wenn da, da schenkt sich nicht viel. Und ich finde es auch cool, dass, dass Adidas jetzt auch was auf den Markt gebracht hat und jetzt auch wieder konkurrenzfähig ist. Und dass sich die Top-Athleten dann auch wieder frei ihre Marken auswählen können und nicht schauen müssen, dass irgendwie den besten Hersteller haben, wo den schnellsten Schuh hat. Da schenkt sich nicht mehr viel. Da geht es jetzt wieder mehr um die Leistung. Ja, das macht die Sache halt auch attraktiver, auch für die Leute halt. Und viele, die halt jahrelang Adidas gelaufen sind, die haben ja ewig darauf gewartet, dass Adidas den Schuh rausbringt und dann haben sie ihn ja rausgebracht und die Tests, sag ich mal, die sprechen ja für sich. Also man muss sich ja nur die Tests auf den Laufbändern und auf von den Trainingsgruppen angucken, dann weiß man, dass beide Schuhe ultimativ gut sind. Gut, das war unser Fazit, unsere Meinung so ein bisschen von den Schuhen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr dürft jetzt kommentieren, welche Fraktion ihr seid, Adidas, Nike oder irgendwas anderes, irgendeine andere Marke, was ihr für Schuhe lauft. Und genau, liken und kommentieren nicht vergessen, dass wir mehr werden, Leute. Das ist wichtig. Für den Algorithmus. Genau. Ciao. Aus Nürnberg. Die Endcard.